Bevor wir gerade an den Strand gegangen sind, war mein Handy auf 100%. Und wie man da einen kurzen Livestream gemacht auf Facebook. Und dann war es nur noch 1% danach. Das ging innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten. Viel länger war der Livestream nicht mehr. Und das ist ein altbekanntes Problem mit dem Akku, weil ich schon seit dem iPhone 5 habe. Was gerade jetzt erst diskutiert wird, warum auch immer gerade jetzt. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt hier den Strom einstecke. Zeigen. Achtet mal auf die 1% da oben. 93, habt ihr den Sprung gesehen? Das ist ja, ne? Also wie gesagt, Problem habe ich schon seit dem iPhone 5, aber erst jetzt wird es diskutiert.